Olaf Scholz! Die Preise in Deutschland schießen durch die Decke. Olaf Scholz! Olaf Scholz! Olaf Scholz! Ich möchte wissen, wieso ich 3 Euro ausgeben muss für Nougatspilz. In Zeiten, in denen der Wocheneinkauf fast so teuer ist wie ein Kurzurlaub, teste ich No-Name-Produkte. Sparen wir uns wirklich was? Oder zahlen wir am Ende sogar drauf? Das Ergebnis war krass, aber schaut selbst. Lass uns starten auf jeden Fall, würde ich sagen. Freunde, wie ihr seht, sehe ich gar nichts und mein Kameramann gibt mir jetzt die Sachen und ich muss erraten, ob das Original oder Fake ist, beziehungsweise was Original und was Fake ist. Ich habe Test gemacht, ob du willst. Hier seht ihr, welches ist was. Er hat nicht gesehen. Wir starten hier mit dem linken. Schmeckt auf jeden Fall geil. Gerade weiß ich nicht, ob das Original oder Fake ist, aber jetzt bin ich gespannt. Es ist gerade sehr, sehr schwer. Es schmeckt zu 99% gleich, aber diese Seite hat so einen ganz leichten Nachgeschmack. Ich glaube, das ist Fake und das ist Original, aber ich würde dem Ganzen eigentlich so einen Gleichstand geben, muss ich ehrlich sagen, weil die beiden schmecken zu 99% gleich. Vom Preis her will ich sogar das nehmen, weil da 2 mehr sind. Und wie gesagt, das schmeckt zu 99% gleich. Test. Aber weiter mit Bruder. Was? Ich hab die Luft gespürt. Das ist ein Messer gegen meinen Kopf. Ja, Bro, ich mach Test, ob du siehst oder nicht. Warte, jetzt, wir müssen nochmal einen Test machen. Wir müssen Test machen, Leute. Bruder, ich vertraue dir gerade. Bro, mach grad nicht. Bro, wir machen Test. Am Ende sind wir gesperrt, echt? Echt? Einmal Pringles. Und einmal Bravo. Wir machen hier kurz mixen, auf welche Seite was kommt. Ich auch kurz weg. Okay, so. Du kriegst eine, ne? Man errät zu 100% was ist. Dieser Chip war viel größer, viel breiter, viel breitflächiger, viel dünner. Breit als Türsteher-Satz. Natürlich. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo, Handband war das. Auf jeden Fall diese Chips, das sind die Pringles. Das hat man ganz klar erraten können und direkt, also du erkennst direkt. Bist du sicher? Ich bin mir sicher, das sind die Pringles. Das heißt, ein Punkt für die originalen Produkte. Wo ist... Sag. Was? Mit was weitergeht. Ach so. Freunde, wir machen weiter mit den Schokobons, einmal original und ein... Bro, warte, lass mich da ausfliegen, Bro. Dann hört man das. Was ist das? Das ist ein Punkt, welcher war original? Warte, ich mach mal. Vom Aussehen sehen die wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Aber lass uns erstmal den Geschmack probieren. Okay. Jetzt nehmen wir die zweiten, also die andere Variante. Ich glaube, das ist original gewesen. Ich weiß selber nicht mehr, wie das umkommt. Boah, das waren die Fakes. Freunde, schaut euch einfach an. Unter diesem Teller waren die Originalen. Der Preisunterschied ist gewaltig. Alter, die Originalen müssen sich langsam Mühe geben, sonst... Das sind die gleich, also gibt es keine große Deutschland. Der Unterschied ist, glaube ich, 60, 70 Cent, es wird hier eingeblendet. Okay, da war auf jeden Fall Druck drauf. Wie bei dir. Ja, wenn Leo bald nicht läuft. Okay. Da war auch viel Druck drauf. Boah, das ist auch sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also, ich mache das zum ersten Mal, so ein Tasting mit verbundenen Augen. Wir müssen lernen, uns mehr auf unseren Geschmack zu verlassen und nicht nur auf die Augen. Weil gerade check ich auch nicht, welche das ist. Also ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Eine Sip heißt das. Die sind zu 90% gleich. Der Geschmack von dieser Cola ist etwas, ich weiß nicht, ob ihr diese Gummibärchen kennt, die in Form von einer Cola sind, diese Haribos. Diese Dose hat einen leichten Nachgeschmack nach diesen Bonbons. Ich glaube, das ist die Fake-Dose, oder?
Ja, okay, ich habe richtig erraten. Die originalen Produkte machen den Ausgleich 2-2. Mal sehen, wie es weitergeht und wer am Ende gewinnt. Let's go, lass uns weitermachen. So, let's go. Okay. Wir fangen mit der Seite an. Vom Geruch sind die beiden wirklich identisch. Fruchtig, bananisch, schokoladisch. Wie der schmeckt jetzt. Ich würde sagen, vom Geschmack her schmecken die wirklich identisch. Ich kann mich nicht entscheiden, wo was ist, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay, ja. Ja, hätte ich das mit meinen bloßen Augen gesehen, hätte ich erkannt, weil ich bin ein professioneller Corny-Esser, dass das Corny ist anhand des Musters, muss ich ehrlich sagen. Lass mal sehen, ob das stimmt. Ja, genau. Aber ich muss sagen, fairerweise, die schmecken einfach identisch. 150 Gramm. Und hier 200 Gramm. Das heißt, wir kriegen für einen günstigeren Preis 50 Gramm mehr. Deswegen der Punkt geht an den Fake Corny, weil das identisch schmeckt, günstiger ist und wir mehr für diesen Preis kriegen. Schau's. Bin ich gespannt. Ich nehme mal erstmal das Snickers. Schmeckt halt wie ein Snickers. Ist echt nicht schlecht. Man spürt dieses Erdnussige. Ich bin gespannt, wie das andere schmeckt. Hört ihr, wie der schmatzt eigentlich? Hatet mal alle dafür in Kommentaren. Und? Ich check's nicht. Was checkst du nicht? Wenn ich hier beiße, mein Kopf sagt, hier ist Snickers. Wenn ich hier einmal reinbeiße, mein Kopf sagt dann, hier ist Snickers. Also ich lasse jetzt wirklich meine Intuition freien Lauf und versuche wirklich mit meinem letzten, hintersten Geschmacksknospen zu erraten. Ich glaube, das ist Snickers. Okay, wir schauen jetzt, ob das Snickers ist. Ja, ich habe richtig erraten. Auf jeden Fall, hier könnt ihr sehen, sehr viel weniger Karamellcreme. Hier ist aber dafür... Hier sind auch ganze Stücke Erdnüsse und auf jeden Fall sehr viel mehr Karamellcreme. Ein Punkt geht an Original. Das heißt, wir stehen jetzt 3-3. Punkt geht an das Original, ja? Oder den Original. Den Original. Ich kann nicht mehr. Ich opfer mich für meine Zuschauer. Wo habe ich ein Stück? Also die Seite ist, wo der Pizzakarton gerade war. Schon ein krasser Unterschied zwischen den beiden. Ich würde sagen, ziemlich sicher, dass das hier, also die hier, die linke, die originale Pizza ist. Dr. Oetker. Also ich sage, das ist die originale Pizza. Ja, das war die originale, ja. Ja, Mann, also das sind wirklich Welten. Vom Teig her ist sie auf jeden Fall viel, viel fluffiger. Aber wir haben sie auf Angebot bekommen, 3,70 Euro für eine Pizza. Normalerweise kostet sie einfach satte 7 Euro. Und bei der Penny Pizza kriegst du für 4 Euro 3 Pizzen. Also wirklich ein gewaltiger Unterschied. Trotzdem gebe ich einen Punkt an die Original, an Team Original. Das heißt, der Zwischenstand ist 4-3. Und mit den Fake-Produkten habt ihr eigentlich sehr gute Produkte, muss ich sagen. Also wirklich, fast alle haben wirklich top mitgehalten. Aber wir müssen fair bleiben. Und die Punkte einfach hier vergeben, weil die Dr. Oetker Pizza einfach besser ist. Natürlich ein anderer Preissegment, aber wir vergleichen gerade den Geschmack und der ist hier auf jeden Fall besser. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Ich hate unter euch, vergisst auch nicht, wenn ihr hate wollt, bitte einfach reinschreiben, wer pusht meinen Algorithmus und ich küsse eure Herzen. Falls ihr mich verbessern wollt, schreibt es in den Kommentaren oder kauft mir einfach einen Deutschkurs. Ich würde mich sehr freuen. Schickt mir das zu, schreibt mir auf Instagram und ich kann euch sagen, wo ihr mir das Ganze zuschicken könnt. Aber ich will euch das Material zum Hate nicht wegnehmen, sonst habt ihr auch nichts mehr zu tun. Also Freunde, danke fürs Zuschauen.